Hey, wieder Kalle hier. Jetzt drehe ich richtig durch. Wir haben eine Ananas und wir machen jetzt einen Ananas-Puten-Curry. Wieder das gleiche Spiel hier mit Bubi, meinem neuen Freund. Schaut zu, wir haben Spaß. Am besten nimmt ihr wirklich so ein Sägemesser. Ich habe hier das von Rocking Chef, von Gieser. Für mich eines der besten, was es im Moment auf dem Markt gibt. Auf diesem Wege natürlich auch, hey, Ralf Jakomeit, lass dich gegrüßt sein. Einfach hier die Schale wegschneiden. Danach nimmt ihr hier diesen Grillkorb, das ist auch als Zubehör hier. Zieht ihn raus. Ganze Ding wieder zumachen. Das Putenfleisch haben wir jetzt gewürzt, einfach ganz klassisch. Ein bisschen Curry mit rein, Salz rein, Pfeffer rein. Sind wir noch hier? Ein bisschen Barbecue-Soße. Ja, genau so macht uns nichts. Das reicht schon. Ich finde die Stokes ganz geil. Schönen Geschmack. Dann vermengt man das Ganze nochmal. So, dann verteilt man einfach diese Fleischmockel hier in dem Korb. So, dann machen wir den Korb wieder zu. So, dann gehen wir hier rein. Kurz den Test, ob sich so dreht. Und schon kann es losgehen. Jetzt machen wir das ganze Ding für ca. 35 Minuten nochmal bei 210 Grad im Grill. Super. So, jetzt holen wir das raus hier. Wir haben das jetzt mit Absicht so gemacht, dass wir nicht so sehr viel Hitze haben. Jetzt holen wir das ganze Ding raus. Ich muss jetzt mal kurz noch den Handschuh mit anziehen, weil das Glas heiß ist. Das macht ihr bitte zu Hause auch. So. Man sieht, wie es innen wirklich noch richtig schön glasig ist. Ja. So, dann gehen wir hin. Ich nehme da von Stokes ganz gern die Red Onions. Ich sage auch den Jungs nochmal vielen, vielen Dank. Ist wirklich eine richtig geile Zwiebelmarmelade, die auch wirklich einen geilen Geschmack hat. Und jetzt nur für den Kameramann. Bloody Mary mit Wodka Ketchup. Ich wünsche viel Spaß beim Nachgrillen. Habt Spaß, lasst euch schmecken. Euer Kalle.